wir haben ja richtig schönes Wetter und was ich was alles draußen, sind wir halt ein wenig, aber tun wir halt viel aufzeichnen. Was ist jetzt eigentlich alles ein Flüchtling vom Nerf Battle? Schade. Tja. Aber ja. Wir haben vorher gerade in diesem Raum über das Neuland diskutiert von der Politik und ich mache jetzt einen kleinen technischen Vortrag machen über unser Neuland in der Technik, nämlich unsere lieben Container. Und ja, halt auch ein bisschen meine Feststellung, wo ich mich mal wirklich mit dem Zeug befasst habe. Es gibt immer noch ein paar Sachen, die man sich dort mal noch anschauen muss. Vor allem einmal zum Anfangen, ja, warum mache ich jetzt eigentlich das mal so die Containers anschauen? Also, ich bin in der Illumos Community aktiv, also das ist eine Fortsetzung von Open Solaris. Und das ist eigentlich eine relativ kleine Community. Wir haben ein eigenes Betriebssystem und unter VMs kann man immer wieder Zeug laufen lassen. Die Sache ist halt, das ist halt nicht in diesen schönen Cloud-CIs drin. Das ist nicht irgendwo direkt als Images drin. Wir haben zwar Vagrant-Boxes, die man abladen und dann laufen lassen. Aber das setzt heute niemand mehr auf. Heute setzt jeder so Docker-Images auf. Dann hat es immer alles Docker-File drin und dann muss alles dort runterlaufen. Und ja, dann ist halt so bei mir mal gekommen, kann man damit etwas machen mit dem ganzen Faktor, den wir dort haben. Es sind zwar meistens sehr Shell-Kommandos, die ausgeführt werden, von dem her sehr distroabhängige Sachen in diesen Docker-Files, aber hier und da findet man doch halt noch etwas Gutes. Und halt eben auch das Chaos bei unserem Computerclub, wir sind recht dezentral. Also jeder hat von uns eine Umgebung, hat vielleicht seine eigene Distro oder also eigene Distro. Der eine hat Debian, der andere Fedora, der andere Red Hat und man will sich auch ein bisschen austauschen untereinander. Da kann der eine sagen, du, ich habe ein bisschen Fedora-Ressourcen, die ich laufen lassen kann. Ich habe ein bisschen FreeBSD-Ressourcen, die ich laufen lassen kann. Und dann kannst du dort bei mir noch etwas betreiben, wenn du etwas Spezielles brauchst. Und wie kann man sich dort auch ein bisschen austauschen? Und vor allem, ich glaube, das kennt jeder von uns. Sobald man mal anfängt, einen Matrix-Server aufzusetzen, einen IRC-Bridge aufzusetzen, dann geht pro Applikation etwa einen Sonntag drauf, bis man sie aufgesetzt hat. Für jedes Update kann das hier und da auch mal der Fall sein. Vor allem, wenn man mal in einem Betriebssystem arbeitet, wo nicht jeder wieder mal seine Updates testet, kann es halt wirklich der Fall sein, dass einzelne Updates wieder Pull-Requests brauchen und so weiter und so fort. Und von dem her, ich bin auch ein bisschen der Freund, der sagt, ich kann es jetzt halt nicht so oft testen und Feedback geben, wenn es gerade gemacht hat, aber ich würde es gerne irgendein CI rein tun, irgendein bisschen automatisieren, die Images ein bisschen machen, halt eben so ein bisschen Kubernetes-mäßig, wie es GitLab ein bisschen macht. Was kann man eigentlich dort machen? Und immer noch mühsam. Und wenn ich mir das ein bisschen ganz angeschaut habe, haben wir im Grunde da immer ein paar Basiskonzepte mit diesen Containern umeinander. Wir haben Images, wir haben Container selber, was ist, wo schön definiert sind. Wir haben die Pods, die bestimmte Applikationen mittlerweile brauchen. Wir haben Tenants und wir haben Provider. Pods, Tenants und Provider müsstest du mir machen. Kommen wir jetzt gerade dazu. Rund. Und im Grunde genommen, das ist eben das Lustige, Images sind... Was? Jetzt so. Ja, ich muss es separat schalten aus irgendeinem Grund. LibreOffice hat so eine schöne Ansicht, wo man synchron kann schalten kann, aber die geht bei mir nicht auf. Ja, also wir haben Images. Und was ist das eigentlich? Es sind im Grunde genommen die OCI-Image-Spezifikation, die jetzt Docker heftig drin ist, wo Cloud-Native-Spezifikation ist. Es sind HGZ-Files plus JSON. Also es ist nichts Hexenwerkmäßiges, wo komplett neu erfunden werden ist, Binärformat und bla bla bla, es sind HGZ-Files. Und sie haben halt noch etwas hinzugefügt, wie HGZ ist zum Backup erfunden worden. Dort ist nicht vorgesehen, dass du im HGZ rekordest, dass das File deleted worden ist. Das musst du nicht. Und darum haben sie dort noch eine kleine Spezifikation eingefügt, wie man das macht. So nennt sich Whiteout. Und wie man dann die Datei muss löschen etc. Und was sie haben, sie arbeiten mit Differential Tars, also dass sie dann Tar-Files machen, wo nur noch der Unterschied zwischen dem Base-Image und dem schlussendlichen Ziel ist, wo du willst sein. Und sie arbeiten eigentlich mit SHA-265-Caches, also das heisst, jedes
Blob, den man hat, also jedes JSON oder jedes TAR-File wird einfach als SHA-265 Cache benannt, was es ist. Und wenn du zum Beispiel einen Image-Layer ansprichst auf Docker Hub, hast du immer die Länge Image-Namen, ist genau der Hash. Das ist der File-Name vom Index-JSON-File, den du mit dem Hash ansprichst im Grunde genommen. Und wenn du einen Tag hast, hast du einfach das JSON, das sagt, der Tag ist der Index-File. Fertig. Und dann nachher tust du mit diesen JSON auslesen, welche Dateien musst du abladen. Und dann lädt sich das ab. Also relativ einfach eigentlich. Was ich halt bei mir auch noch habe, ich habe jetzt das bei mir mal ein bisschen implementiert auf Illumos und ich habe ZFS. Das heisst, ich kann sehr gut auch mit ZFS-Datasets arbeiten. Ich kann das eigentlich eins zu eins fast implementieren. Ich kann sagen, ich habe ein ZFS-Dataset und dort tue ich den Layer entpacken. Und danach kann ich das Snap klonen. Ich kann dann das Differential drauf applyen und so weiter und so fort und brauche auch nur weniger Speicherplatz. Linux zum Beispiel hat etwa 4 bis 5 verschiedene Möglichkeiten, wie das dann auf dem Host repräsentiert werden kann. Jede mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen und eigenen Security-Problemen und Nachteilen und Support und Nachteilen und bla bla. Ich persönlich bevorzuge ZFS in dem Fall halt einfach, weil es ist der, wo garantiert am einfachsten funktioniert, wo die Funktionalität auch schon entsprechend analog ist, dass man das einfach kann nehmen. Und ja, das ist im Grunde genommen, was man braucht, um mit Docker-HCC kompatibel zu sein. Jetzt, wenn wir einen Container anschauen, also bei uns im Illumos-Umfeld haben wir unsere Zones. Im FreeBSD-Umfeld hast du deine Jails und in Linux hast du Network Namespaces, CPU Namespace, File System Namespace, Change Route und alles so einzelne Komponenten, die du irgendwie musst zusammensetzen. Das heisst, je nachdem kannst du das 1:1 mappen oder du musst sagen, was ist wirklich ein Container. Jetzt für mich in meinem Lumos ist klar, es ist eine Zone. Ich muss einfach die nativen Tools, die ich habe, so anspielen, dass er eine Zone macht, wenn ich einen Container JSON habe, der ein bisschen Zeug beschreibt. Und es hat halt eben auch ein JSON-Format auch wiederum, ist auch wieder eine OCI-Spezifikation. Und für Linux gibt es auch ein kleines Binary, das heisst RAN-C. Und dem gibt man einfach das JSON im Standard-Output, Standard-Input, Entschuldigung, rein. Und danach macht es im Grunde genommen das ganze Namespace-Zeug. Je nachdem, was im JSON steht. Und das JSON hat auch plattformspezifische Sachen für Windows, für Solaris und für Linux. Und hat auch entsprechende Extensions, wo man an andere Betriebssysteme plattformspezifische Sachen rein tun kann. Und da ist alles eigentlich schon drin. Und im Grunde genommen, was du da halt hast, wenn du einen Container baust, du hast ein paar ausführbare Skripts, die du machst. Bei einem Docker-File hast du immer so die einzelnen Layer für jeden einzelnen Build-Job und dann wählst du die einzelnen wieder nicht. Du kannst es nicht super konfigurieren etc. Und ja, ich habe jetzt bei mir halt noch wirklich schön können sagen, ich habe ein paar ausfahrbare Skripts, die ich direkt will registrieren will im Image, dass ich die kenne und dass ich die eigentlich direkt kann ansteuern kann aus dem JSON, also weiss ich, ah, das Kommando muss ich ausführen, zum bestimmten Health-Check ausführen oder so etwas. Das ist etwas, was jetzt Docker noch nicht hat, was ich eigentlich finde, das ist richtig schade. Was? Genau. Ja, vor allem, was du dann auch musst, schauen musst, du kannst es als Kommentar schreiben, ich möchte es halt wirklich einfach drin haben, dass ich kann sagen, ich lese jetzt das Config-File wieder raus, irgendein Web-GUI, und dann kann ich im Web-GUI einfach die Aktion mit einem Play-Knopf starten, weil ich habe die Aktion definiert in einem Config-File. Ja. Und was halt eben auch noch gibt, es gibt Pods, die eigentlich Zusammenzug von mehreren zusammengehörenden Containern sind. Also du hast, sagen wir, dein GitLab, der läuft, und du hast dein Nginx, der der Reverse-Proxy für dich ist, oder irgendwelche Configs dann hat, und dann gehören die zusammen als Pod und sollen eigentlich auf dem gleichen Host laufen, wenn du mit Kubernetes oder so schaffst. Und da kommt eigentlich die Idee, und alle Pods müssen, alles, was im gleichen Pod ist, muss im gleichen Netzwerk sein. Das ist die Definition. Die müssen sich gegenseitig können sehen im Netzwerk. Das heisst, du hast zum Beispiel auch die Prometheus Sidecars, also dass du irgendwelche Binaries hast von Prometheus, die dann als einzelner Container läuft. Und die tust halt zu deiner Applikation dazu. Und
das musst du hast mit dem Pod so definieren, dass es immer auf dem gleichen Host bleibt, immer im gleichen Netzwerk und dass sie sich gegenseitig sehen können. Das ist das Basiskonzept, das mal noch eingeführt worden ist. Und jetzt eins, was ich eigentlich noch sehe, das ist mehr virtuell da, das ist ein bisschen mehr von der Wirtschaft und das ist eigentlich der Tenant. Das ist eigentlich die Entität, wo du die Computerressourcen oder Container zuordnen tust. Wenn du jetzt zum Beispiel zu einer Azure gehst oder zu einem AWS, dann hast du deinen Account und dann ist das eigentlich dein Tenant. Und dort kannst du auch wieder verschiedene Accounts oder Role-Based Access Control machen und so weiter. Und wenn du eine grosse Cloud hast, hast du mehrere Accounts pro Tenant oder halt sonstige Sachen. Im Kubernetes selber, in der Software, ist es nicht drin zum Beispiel. Das ist ja dann wirklich nicht auf dem Layer geregelt. Du musst ja jedes Mal wieder eine Kubernetes-Cast drauf machen für jeden neuen Tenant etc. Du brauchst halt auch entsprechend Ressourcen. Aber so ist das eigentlich die. Und das Letzte, was wir noch haben, ist wirklich der Akteur, der CPU und RAM und Netzwerk und alle Ressourcen zur Verfügung stellt an Tenant. Und im Moment ist halt der Tenant gebunden zum Beispiel zu Azure oder zu AWS oder sonst irgendjemand. Aber theoretisch müsste es eigentlich nicht sein. Das ist halt einfach so, weil die halt ihre Leute behalten wollen. Darum ist das ein bisschen so geregelt. Aber es müsste nicht sein und man könnte eigentlich auch die beiden trennen. Also man kann sagen, man hat einen Tenant und die kann anfragen, zum Beispiel über das föderiertes Protokoll an den Provider stellen. Und könnte sagen, hey, ich hätte gerne so und so viele Ressourcen gemäß Vertrag XY oder man kann es manuell machen und der Provider kann einen Link schicken oder so irgendetwas. Also da gibt es eigentlich noch wirklich Möglichkeiten zum Arbeiten. Und auch jetzt zum Miet von dieser ganzen Sache, oder noch nicht ganz, sorry. Ich habe jetzt bald bei mir auch ein bisschen mein Zeug ein bisschen gebastelt. Und ich habe jetzt mittlerweile einen Engine, wo ich einen einzelnen Host, so wie einem Docker-Kommando, kann sagen, pull mir das Image und oder es ran das Image und dann hält das Image von der Registry aber ab, macht den Container und bootet die Zonen auf. Und das funktioniert eigentlich gut. Und jetzt mache ich es noch, dass ich es bilden kann. Aber es ist noch recht viel zu primitiv, um irgendwie so grosse Sachen zu machen. Eieiei, jetzt kommen wir noch ein bisschen weiter. So. Und meine Erkenntnis ein bisschen aus dieser ganzen Sache, die ich jetzt hier gebastelt habe, ist ein bisschen, also das Docker und Kubernetes, das ist schon sehr kompliziert, wie die das aufbauen haben. Also meiner Meinung nach recht unnötig kompliziert. Weil auf dem Linux hast du 20 Varianten, wie du kannst Images machen kannst. 20 Varianten, wie du das musst sortieren und das kannst alles konfigurieren im Docker. Und dann hast du AOFS, also Advanced Overlay oder Advanced Union File System, wie es immer heisst, wo du musst parametrieren. Du hast NFS, wo du irgendwie noch musst parametrieren. Du hast S3 Storage, wo du im Hintergrund irgendwie kannst parametrieren. Und im Grunde genommen musst du auch ein bisschen sagen, muss das alles jetzt in die eine Binary vom Container rein und muss der auf dem Host so laufen. Das könnte man wirklich eigentlich besser aufteilen und dann auch wirklich mal eine Security-Schicht machen, die auch funktioniert. Und da haben sie ja mittlerweile so eine schöne Library gemacht, um zu schauen, da kannst du Docker-Images bauen mit egal was. Also sie haben es mit geschafft, sich selber mit der Komplexität zu übertreffen, indem sie noch irgendein Binärformat aus ihren Docker-Files machen und dann das irgendwie umschieben und nachher dann kannst du nicht ganz drin bauen und findest die Funktionen nicht mehr zurecht drin. Und musst einfach nur sagen, toll. Also wenn das die Zukunft ist, die ihr da am Bauen sind, dann sind wir vielleicht auch besser dran mit so einfachen Image-Format, wo das JSON einfach lesen und fertig. Ja. Was ich auch noch lustig gefunden habe, ich habe mich mal auch in dem Git-Repository umgeschaut, wie sie eigentlich so Dockerfile-Funktionen definieren, wie entsteht so eine Option oder Funktion im Dockerfile und das ist so, ja, ich hätte es noch gerne gehabt, ich habe das halt auf meinem kleinen Dev-Laptop jetzt ausprobiert und es hat ein bisschen Performance-Boost gegeben, weil ich halt so viel und so viel Docker-Container gemacht habe. Dann finde ich das noch cool und das sieht so schön stylisch aus, wenn man das mit diesen Minus-Minus antut, so wie mit einem Parameter. So, okay. Lesbarkeit, Maschinenlesbarkeit etc. ist, glaube ich, so ziemlich Second Level, was das anbelangt. Es geht rein um Ästhetik für den Programmierer, was jetzt da gerne hätte. Ja.
Und vor allem das Ganze, das kommt nicht aus dem Betrieb raus, das kommt aus der Entwicklung. Dass sie wirklich die Entwickler, die haben für sich ein kleines Tool geschrieben, mit dem können sie arbeiten, mit dem sie es machen. Für sie langt es. Ob man das dann einfach so eins zu eins im Betrieb rein sollte, nein, ich glaube eher nicht. Ja. Ui, komm. Genau. Und ich habe jetzt da leider nicht den Link geschafft, rein zu tun. Wir haben auch einen schönen Talk von Brian Cantrell aus der Lumos Community, wo sich die ganze Docker-Geschichte einmal angeschaut hat. Und sie haben das bei Joyent, Triton, das war früher nochmal eine Public Cloud, es ist ein Private Cloud-Angebot mittlerweile, wo auch Docker-APIs redet. Das heisst, man kann das Docker-CLI auf seinem Windows, Linux, Mac nehmen und dann kann man das mit dem Triton verbinden und der redet, als ob das ein Docker-Server wäre. Aber es ist eigentlich im Grunde genommen ein eigener Fake-Server. Und die Idee dahinter ist halt, dass man auch die Implementation von einem Docker-Server sicher machen kann. Also der Docker-Server in einer Triton-Cloud zum Beispiel läuft in seiner Zone und tut über bestehende und bekannte Kommunikationschannels oder ein internes Netzwerk mit anderen Demons im Hintergrund kommunizieren, sodass der Host selber wirklich nur nach Zone muss starten und vielleicht noch das Target-Set entpacken. Genau. Und mit Clustering-Infrastruktur ist das auch genau das Gleiche. Kubernetes an sich ist ein Höllenmonster. Und es müsste es eigentlich nicht sein. Also ich kenne von der HashiCorp den Nomad. Und dann gibt man ein paar Konfigurationen an, dann tut man als Code definieren, was läuft wo und ein bisschen wie soll es laufen. Und that's it. Dann kann man in einer Minute kompilieren, neu starten und der läuft. Auch der ist schon gross, aber er ist massivst kleiner als Kubernetes zum Beispiel. So. Genau. Und das ist genau eigentlich der Punkt wegen dem API-Standard. Weil, wenn ich schaue, was ist der Hype hinter Kubernetes, wenn ich GitLab anschaue, warum ist es cool, Kubernetes zu haben in einem GitLab? Warum ist es cool, Kubernetes zu haben in einem Raspberry Pi? Du hast halt eine Standard-API, die du verwendest. Es kommt nicht darauf an, wer die API implementiert. Aber du hast irgendeine Komponente, die Job-Scheduling-API spricht. Und danach kannst du mit dem GitHub einfach die API gegen den definierten Cluster schmeißen und es funktioniert. Und das ist natürlich cool für die Integration, weil du musst nur noch eine Integration schreiben und dann nachher kannst du all deine Container dort drin laufen lassen. Du musst nicht einzelne Skripts für jeden einzelnen Job schreiben und so weiter. Und das ist alles schön scheduled. Und das ist eigentlich der ganze Trick dahinter, warum es eigentlich wirklich bekannt ist. Also so wie ich das sehe. Es könnte vielleicht noch irgendeinen einzelnen kleineren Grund geben, aber das ist eigentlich das, was ich gesehen habe. Meiner Meinung nach könnte man das auch genau wie beim Docker machen. Man kann die API simulieren mit einem eigenen Dienst, der die in Empfang nimmt. Der nimmt halt einfach all die Daten und Docker-Images etc. in Empfang und tut sie dann entsprechend super verarbeiten, entsprechend sicher verarbeiten. Oder halt auch vielleicht einfacher, weil er halt nicht tausende von Treibern muss unterstützen, sondern er macht genau nur den einzigen Job. Und das ist mir aufgefallen mit Kubernetes, wo wir ein bisschen während der Arbeit damit gearbeitet haben. All die Produkte, die auf ein Kubernetes draufkommen, so ein Load Balancer, so Sidecars und so weiter, das sind eigentlich fertige Produkte für einen speziellen Use Case. So, und jetzt möchtest du zum Beispiel etwas konfigurieren, das ein bisschen anders als der Use Case ist, und dann stehst du an. Weil dann musst du dich wirklich ins Tiefe von Kubernetes hineinschaffen, welche Variablen musst du jetzt umsetzen, musst meistens sogar das komplette Image neu bauen mit einzelnen Konfigurationstemplates wieder, weil es im Schlussendlich ein Nginx ist im Image. Und dann musst du halt Konfiguration halt manuell mal schreiben, weil sie halt ein bisschen zu komplex ist und nie im Template drin ist. Weil schlussendlich ist es ein Template, wo ein Config-File schreibt und die Konfiguration wird aus dem Kubernetes rausgeladen, wo das Template versteht. Und das Template kann bei so komplexen Konfigurationssprachen wie Kubernetes nicht alles verstehen. Das ist einfach nicht möglich. Das ist einfach ein riesen Teil. Und ja, halt eben, ich sage es so. Genau, wenn du einen hast, der es mal gebaut hat und das halt kennt und so weiter, dann hast du das mal schnell. Aber sonst ist das wirklich ein
das machst du nicht mehr unter Stress. Das machst du, wenn du mal eine Woche zwei Zeit hast, baust du dir das Image super. Und wenn du wirklich jetzt viel kommt, morgen etwas musst haben, das machst du nicht das komplette Image umbauen. Dann bist du, dann, ja. Ist nicht schön. Also ich habe auch Kollegen, die sich dort bei der Arbeit hat müssen durchkämpfen und dann etwas anderes schlussendlich genommen hat, wo dann dem Use Case entsprochen hat. Und es gibt es auch anders. Das fand ich eben noch interessant gefunden. Es gibt so eine Firma, die heißt HashiCorp. Und die hat ein paar recht coole Produkte rausgegeben, die halt eben mehr darauf setzen, dass du deine Konfiguration recht wirklich, also eine weitere Config Language schreibst, halt die HashiCorp Configuration Language. Sieht etwa aus wie ein Nginx Config File. Ich kann dir so schnell ein Beispiel zeigen. Und die hat so die Fähigkeit, es ist transformierbar auf das JSON. Es ist eigentlich das JSON, aber schöner dargestellt. Und da kann man es noch in ein JSON umwandeln und dann kann man das noch umschieben zwischen den Prozessen, wenn man das wieder rum braucht. Und hat etwas Neutrales, das man umschieben kann. Und man kann sogar so Sachen machen wie Variable Substitution etc., wo alles sie schon liefert als Library. Das ist eigentlich recht cool, das Ding. Und halt, das heißt bei allen ihren Produkten, jetzt bis auf den untersten, heißt das eigentlich drin. Und dann kannst du im Grunde genommen so einen Passwortmanager haben, der mit allen unten dran verbunden ist, wo alle Credentials sicher mal gibt, mit ihren APIs. Und mit dem Terraform kannst du dann wirklich so schreiben, ich möchte jetzt bei AWS zwei Maschinen mit so viel Memory und so viel CPUs, erstellen wir bitte das, nimm mir das Image, das ich mit dem Packer vor der bauen habe, lokal, lade das dort auf. Und wenn du halt wirklich etwas Clustering-Scheduling-mäßig Kubernetes willst, hast du den Nomad, wo du halt dann die entsprechenden Schedule-Jobs beschreiben kannst. Also etwas kurzfristig Laufendes kannst du auch beschreiben. Du kannst etwas beschreiben, was am Laufen bleibt, so einen HTTP-Service. Und ich glaube, da haben sie wirklich den Nerv ein bisschen getroffen, wie man es könnte machen. Und halt wirklich, zwar die Skripts musst du halt mal einmal erarbeiten und sie sind ein bisschen grösser und du hast halt vielleicht auch deine Nginx-Config Nginx-Config wieder in einem Skript, aber das ist schlussendlich in einem Git-Repo, wo du kontrollierst und wo du weißt, ich habe das Config genau ausgerollt für die Software, die ich kenne, die ich mal manuell betrieben habe. Und dann nachher hast du wirklich so damit anfangen, ein bisschen arbeiten. Und das hat, vermutlich brauche ich das dann nächstens auch mal ein bisschen wieder ein bisschen mehr, wenn ich mal wieder ein bisschen Cloudiges wieder etwas will machen. Aber ja, mal schauen. So, ich hoffe, dass der kleine Bericht etc. einmal so ein bisschen informativ war. Und ich hoffe auch mal, vielleicht habt ihr noch wirklich Fragen, was euch ein bisschen interessiert aus dem Kubernetes raus. Weil ich habe sicher noch mehr, was ich berichten kann. Also, fragt bitte ruhig. Das maschinenlesbare JSON-Format jetzt gerade, das ist Provision, die ich dann mache? Was steht da alles drin? Genau. Im Grunde genommen ist das wie ein YAML. Also, du hast ein Config-File-Format. Ist das die Provision, die ich durchziehe, im Ansible Playbook? Ich habe schon auch eher wie ein Docker-File, wo ich sage, bitte. Wenn ich jetzt dir das. Genau, kontrolliert ist es. Ah, verflixt. Im Grunde genommen hast du das Konfigurationsfile-Format. Und. Das Format an sich kannst du bestimmen, was du willst. Terraform hat bestimmte Fork davon gemacht. Also Fork, sie benutzen das Format. Und du kannst mit einer bestimmten Syntax Provisioning machen. Nomad benutzt das Format und du kannst mit der gleichen Syntax halt einfach mit anderen Titles anstelle Image hast du dann halt Job oder Task beim Nomad. Du kannst halt wirklich beschreiben, wie dein Service aufgesetzt wird und wo das scheduled werden soll. Und bei Terraform kannst du beschreiben, wie soll deine VM aussehen, mit welchem Provider sollst du Geräte gehen. Und jetzt, das ist jetzt für mich, damit baue ich jetzt Docker-Images, das ist im Grunde genommen abgespeckt von einem Docker-File. Und dort habe ich halt auch eben das Image, dort habe ich Space-Image von dem, was gebaut wird, weil das ist jetzt zum Beispiel eine From-Instruktion beim Docker. Du hast die Run-Commands, die ich halt einfach als Action habe, wo ich einen Parameter Namen geben kann. Da kann ich auch in der Ausgabe sagen, schau, lass gerade Action Upgrade durchlaufen. Und zum Beispiel Install Go Runtime ist einfach ein Kommando, das
das Go-Runtime auf Illumos installiert. Und dann sagt er, er installiert das Go-Runtime, gibt den Output vom Kommando und macht dann vielleicht noch nachher einen Snapshot. Also das heisst, man kann das dann auch für seine eigene Software einsetzen, das Config-File-Format. Und es gibt im Hintergrund wirklich schönes JSON, es mappt direkt auf Objekte in Programmiersprachen drauf. Und kann es so brauchen. Was mich ein bisschen verstört hatte, so mit den Dockerfiles fing man auf einmal an, die ganzen Ansible-Rules auch immer wieder nachzubauen. Und jetzt machen wir für alles einzelne Dockerfiles. jetzt merkt man halt so langsam, mit Docker fährt man doch ein bisschen gegen die Wand, weil es auch für Security-Umgebung eigentlich gedacht war, um dann schnell zu deployen. Jetzt bauen wir wieder alles nochmal im JSON. Kannst du auch machen. Also Ansible wäre vielleicht noch einer, wo man es wirklich machen kann. Also mit Puppet würde ich das nicht machen wollen. Und du kannst es natürlich auch so machen, dass du da direkt einfach den Ansible anstoßst und sagst, ich habe das drin. Ich habe mir das jetzt schon mal so durch den Kopf gehen, weil man dann einfach die ganzen Roles, die Idee ist, das hat man sich alles schon mal lange über Jahre Ja, vor allem, du musst halt einfach schauen, weil Ansible ist dann dazu gedacht, dass du das irgendwie das Image hineinbringen musst. Du musst es ausführen und dann musst du es wieder rausnehmen. Ja. Wenn du halt ein bisschen Funktionen hast, die das automatisieren, wäre das eigentlich auch cool. Du könntest du ein standardisiertes Verzeichnis, wo standardmäßig alles hineinkopiert wird und ausgeführt wird. Und du kannst noch ein Ansible-Skript angeben. Das wäre natürlich eine Variante. Ja, aber ich persönlich finde ich auch, ich will nicht. Wenn du etwas so beschreibst, willst du ja auch nicht zu viele verschiedene Tools dann supporten. Weil der eine hat Puppet, der eine hat Ansible, der eine hat Chef. Was hat es noch gegeben? Salt. Ja. Und dann willst du vielleicht ein Tool, halt eben Ansible, sagen, wo du dann kannst wirklich separat, Sachen separat machen. Ja. Nein, ist ja so. Nein, willst du nicht alles 20 Mal wieder schreiben, das ist ja so. Ja, ich habe noch direkt ein bisschen Fragen für Container, die ich in der Produktion wollen, will das bald einsetzen und habe noch ein bisschen Bedenken jetzt letztendlich, oder? Also du bist jetzt komplett auf dieser Hashi-Code, also für dich privat? Also ich bin jetzt eigentlich recht auf dieser Schiene, vor allem die Basis-Libraries, halt, dass ich die Config-Files bei mir also implementieren kann und dass die auch entsprechend dem Format sind und nicht irgendein Docker-File-Format, wo ich wieder eigene Parser muss schreiben, weil ich halt auch einfach die Features drin habe. Wie Variable Substitution, wo ich auch wirklich kann sagen, noch Variablen referenzieren und die zu oberst neu mit dir schreiben, etc. Ich arbeite jetzt wirklich privat mit dem. Und möchte ja eigentlich im Grunde genommen bald mal noch Terraform und Nomad wirklich auch super ausprobieren. Und wirklich eine Infrastruktur mit dem ein bisschen aufbauen. Das Format, das DIFF genauso wie. Du baust genauso dein Image im Leon auf, wie bei den Commands im Docker-File? Nein. Du hast die Möglichkeit, also was ich noch will einbauen, dass die Möglichkeit besteht, gewisse Layers wieder zurückzuholen. Das heisst, der erste, den du wieder geändert hast, dass bis zu dem rollt es einfach alles wieder zurück und dann von dort geht es dann weiter. Dann kannst du auch immer den Update halt zu oberst rein tun, wenn du weißt, der kommt. Und dann kannst du alles unten dran ändern und dann rollt er bis zum Update zurück, wenn das Zeug geändert ist. Das kann man noch machen. Aber der Rest erfordert einen sehr grossen Aufwand oder das Overlay-File-System und Sachen, die Docker so im Hintergrund eben hat, eben die tausende von Dependencies, die sie dann teilweise haben oder nicht. Um wirklich da jeden einzelnen Layer dann zwischendrin wieder verwenden oder nicht verwenden.
Und ich persönlich, eben der Approach, den ich gesagt habe, der ist ja sicher, den kann man machen. Der, der Docker macht, finde ich auch ein bisschen komisch, dass du, wenn du zuerst das Kommando hast und das änderst und dann der Upgate funktioniert wieder, nimmt er wieder den Layer für. Ist so, okay. Ja. Ja, nicht ganz neu machen, ja. Ja, danke fürs Zuhören, danke für die Frage.